Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben das letzte Mal die Insel wieder erkundet, haben den ganzen Krimskrams zusammengesammelt, den Kairi mal wieder von uns wollte, und schauen jetzt mal, ob wir eventuell das Floß sogar zusammenbauen können. So, natürlich haben wir die geheime Höhle hier betreten, eine alte Wandmalerei von Kairi und Zora an der Wand gefunden und ein mysteriöser, verkleideter Fremder ist aus dieser Holztür erschienen. Zumindest glauben wir das einfach mal, von irgendwoher hätte er ja kommen müssen. Und hat sehr, sehr mysteriöses Kauderwelsch gebrabbelt. Warum habe ich so den Verdacht, dass wir diesen Typen nicht das letzte Mal gesehen haben werden? Naja, wir beenden jetzt erstmal den zweiten Tag, wie geplant. Und bringen den ganzen Krimskrams zurück zur lieben Kairi, während Rico immer noch sauer aufs Wasser starrt, weil er nur 3:2 am Führen ist und nicht 10:0, wie es in meinem ersten Let's Play damals war. Zu Recht, du Arsch, zu Recht. So, Kairi. Das hier, ich mache eine Kette aus Thalassa-Muscheln. Die Seeleute haben früher mal Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubt, dass sie vor Gefahren auf See schützen. So, Kairi, bitteschön. Butler hat alles gebracht. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. High Potion. Die patscht uns mit High Potion zu, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Aber die werden wir noch gebrauchen können. Denkt an meine Worte, die werden wir noch gebrauchen können. So, beenden wir den zweiten Tag im Paradies, beenden wir den zweiten Tag auf der Insel des Schicksals. Also morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Du weißt, Rico hat sich verändert. Wie meinst du das? Tja. Alles okay? Sora, wir nehmen uns das Floß und hauen ab. Nur wir beide. Hä? War nur ein Scherz. Was ist denn in dich gefahren? Du bist diejenige, die sich verändert hat. Vielleicht. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst davor. Aber jetzt bin ich bereit. Egal, wohin ich gehe oder was ich sehe. Ich weiß, ich kann jederzeit hierher zurück. Stimmt's? Ja, na klar. Das ist gut. Sora, bleib immer, wie du bist. Hä? Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial. Donald? Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es braucht sich großes Ungemach zusammen. Ich weiß nicht, wieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache nachgehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel, dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy müsst ihn finden. Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Travers und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. Blodo. PS, entschuldigst du mich bei Minnie? Danke, mein Freund. Dein König. Liebe Güte, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir dem König vertrauen müssen. Donnerwetter, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Eure Hoheit, heilige Angst, wer findet mit euch und diesen Schlüssel? Ich danke euch, euch beiden. Kelsey, passt bitte auf sie. Natürlich, und passt auf euch auf, ihr beiden. Ach ja, und als Chronist eurer Reise wird er euch begleiten. Hier drüben! Ich heiße Grille, Jiminy Grille, zu euren Diensten. Wir hoffen, dass ihr gesund zurückkommt. Bitte, helft dem König. Donnerwetter, Jiminy. Deine Welt ist auch verschwunden.
Es war schrecklich. Wir wurden alle getrennt. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich in dieses Schloss retten konnte. Oh, wie? Oh, klar. Du meinst, wenn wir in einer anderen Welt sind, dürfen wir nicht verraten, woher wir sind? Hm? Wir müssen die Weltordner verteidigen. Genau, die Weltordnung. Super, ich liebe ihn. Tja, schätze, wir brauchen neue Klamotten, wenn wir da sind. Hm? Ist so schön, dass man wieder auf Deutsch hört. Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial! Ein Sturm? Oh nein, das Floß! Sora, Essen ist fertig, komm runter! Sora? Ja, ich würde mal sagen, dieses Essen wird sehr, sehr, sehr lange auf sich warten müssen. Vielleicht wird es ja in Kingdom Hearts 3 essen. Wer weiß, vielleicht hat die Mutter es ja so lange kalt gestellt. Ich hoffe, die haben Mikrowellen auf der Insel des Schicksals. Ricos Boot und Kairis. Okay, an dieser Stelle wird eigentlich implementiert, dass die Kids nicht wirklich auf der Insel wohnen, weil ihr habt es gerade gesehen. Ricos und Kairis Boot sind hier an Anker gegangen. Und dementsprechend gibt es hier den Verdacht natürlich, dass die Kids gar nicht auf der Insel wohnen. Es wird nie speziell gesagt, wo sie genau wohnen, aber es scheint wohl eine Nachbarsinsel zu geben und die Kids fahren hier immer rüber, um hier halt dementsprechend ne, den Tag zu verbringen. So, ihr seht es auch gerade, Soras Boot steht direkt daneben. Aber mal ganz fern, ganz davon fern, wo Sora vielleicht leben könnte. Schattenlurchis, die Viecher aus unseren Träumen scheinen die Insel zu attackieren. Wir können mit unserem kleinen Holzschwert gar nichts ausrichten in dem Falle. Deswegen werden wir ganz schnell da oben aufs kleine Plateau rennen. Denn Rico scheint bereits da oben auf uns zu warten. Wo ist Kairi? Ich dachte, sie wäre bei dir. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Die Tür ist offen, Sora. Wir können jetzt in die Außenwelt. Was redest du da? Wir müssen Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Gehen wir einmal durch. Kann es sein, dass es für immer ist. Vielleicht sehen wir unsere Eltern nie wieder. Und es gibt kein Zurück. Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Rico? Hey,
Und damit sehen wir es das allererste Mal. Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert, das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert. Somit hat Sora das allererste Mal das Schlüsselschwert bekommen und kann das allererste Mal mit den Schattenlurchis wirklich abrechnen in der Realität. Ja, da hat wohl der gute Rico Mut ein klein wenig mit Wahnsinn vertauscht und scheint sich auf sehr, sehr dunklen Faden, dunklen Faden, begeben zu haben. Anakin, 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 was machst du nur? Das habe ich dich nicht gelehrt. Muss an dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Ja, und so nimmt die Geschichte von Kingdom Hearts 1 endlich ihren Lauf. Hier kann man sagen, zumindest bis dato, ne, wie unser Wissensstand jetzt ist. Ich gehe auf die Spiele, auf die anderen Spiele erst ein, wenn wir sie schlussendlich let's playen. Aber bis hier kann man sagen, hier war der Anfangspunkt. Hier hat alles seinen Anfang gefunden. Sora hat erkannt, dass er ein Schlüsselschwertträger ist. Das Schlüsselschwert, diese sagenumwobene Waffe, von der wir häufig jetzt gehört haben. Die Waffe, die uns helfen könnte, die Tür zu öffnen. Wir wissen noch nicht, um welche Tür es sich dabei dreht. Aber wir wissen auf jeden Fall, welcher Schlüssel dafür benötigt wird. So, die ganzen Schattenlurchis hier sind übrigens gerade zu Beginn eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um hier zu leveln. Sag ich euch jetzt mal an der Stelle. Wir werden, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, bald einen Kampf haben, der eigentlich auch darauf gepolt ist, dass man ihn verliert. Ihr könnt aber das natürlich ein bisschen beeinflussen, wie schwer dieser Kampf für euch sein wird. Und ihr könnt natürlich auch beeinflussen, ob ihr diesen Kampf nicht sogar gewinnen könnt. Und um das gerade für Anfänger am Anfang sehr leicht zu beeinflussen, würde ich an dieser Stelle hier einfach mal raten, dass ihr hier gut levelt. So, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir die Schattenlurchis soweit alle killen, die uns jetzt hier auf dem Weg betreten. Also so ein paar will ich hier schon mitnehmen. Ich werde mir aber diesmal ausnahmsweise das Leveln hier sparen. Normalerweise, wenn ihr wirklich stressfrei durch das Spiel durchrennen wollt, auch auf Profi, ihr könnt hier locker bis Level 9 leveln. Mit der Nachteinstellung wohlgemerkt. Ne? Alles, was ich euch an Level-Tipps gebe, basiert auf der Nachteinstellung. Also wenn ihr am Anfang, also wahrscheinlich morgens startet, geht das hier alles noch viel, viel zügiger. Und ihr könnt zum Teil sogar bis Level 14 leveln, wenn ihr euch hier eine Stunde Zeit lasst. Das Problem halt bei Kingdom Hearts ist, gerade was das Leveln anbelangt in der EU-Fassung, die Gegner-Spawns sind nicht gerade Die Gegner-Spawns sind auf jeden Fall nicht sehr häufig gestackt. In den anderen Teilen hat man es eigentlich eher so, dass so im Durchschnitt 3 Screens gewechselt werden müssen, bevor in einem Bereich wieder neue Gegner auftauchen. Das ist im Einsatz zum Teil nicht so. Zum Teil dauert das echt lange oder ihr müsst sogar die Welten verlassen. Und dementsprechend ist das hier halt eine gute Stelle zum Leveln, wie ich finde, gerade zu Beginn. Da, sobald ihr hier in die Kombüse da hinten reingeht, wo unser Speicherpunkt ist, ihr erinnert euch, die ganze Insel wieder voller Gegner gesteckt ist. Also die respawnen alle sofort. Und dementsprechend, ne, macht euch einen Podcast oder ein Hörspiel an, dann könnt ihr eigentlich ziemlich gut euch hier durchschnetzeln. So, ihr seht das gerade, die sind auch wirklich übers ganze Plateau hier verteilt. Über die ganze Insel. Oben im Haus sind auch noch welche. Also ihr könnt hier in vollen Zügen hier eurer Gewaltlust frönen. Und es ist gleichzeitig auch, das sage ich auch noch an der Stelle, eine gute Möglichkeit, noch ein bisschen Potions zu sammeln für euer angehendes Abenteuer. Und es ist auch die letzte Tutorial-Möglichkeit hier wirklich. Die Schattenlurche sind ja ziemlich schwach. Und sobald wir hier die Insel des Schicksals verlassen, ist dann wirklich auch vorbei mit Wischiwaschi und, na, guck mal, probier hier nochmal deine Kampffertigkeiten aus, probier hier nochmal die Steuerung aus. Das ist hier wirklich so die letzte Chance, dass ihr noch ziemlich konsequenzlos euch hier noch ein bisschen durchschnetzeln könnt und den ein oder anderen Erfahrungspunkt dabei einpacken könnt. Also hier, ich will euch das jetzt hier nochmal kurz ein bisschen zeigen, dass hier halt wirklich alles respawnt. So, ich kill jetzt hier noch ein bisschen. Ich will das jetzt nicht zu weit in der Länge ziehen. Der Part müsste jetzt auch gleich zu Ende sein. Ich kill jetzt hier oben noch. Ich versuche noch das Baumhaus hier einigermaßen zu retten von der Invasion hier. Und dann werden wir den Part, denke ich, auch gleich mal beenden.
und im nächsten Part dann schlussendlich die Insel des Schicksales verlassen. Und das für eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Eine sehr, sehr lange Zeit. Die Kingdom Hearts-Kenner unter euch wissen, wie viel Zeit ins Land gezogen ist, bevor Sora seine alte Heimat eventuell wiedersehen wird. Und vor allem nicht mehr in dem... Nicht mehr in ihrem Ursprung. Sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. So, ihr seht, ich habe hier unten alles gekillt. Wie gesagt, oben, wo Tido stand, kann man noch abrasten. Ihr könnt euch da oben noch hochschlagen, wo Tido stand. Das Plateau hier abrennen. Hier hinten ist auch noch alles voll. So, aber hier haben wir soweit alles geklärt. Wenn ich jetzt hier in die Kombüse hier, in die Baracke reingehe und wieder rausgehe, dann respawnen die Gegner alle komplett. Auch wenn ihr hier alles weggekillt habt. Ja, das Spiel muss gerade ein bisschen laden. Ich wollte gerade sagen, jetzt mach mich nicht schwach. So, und ihr seht es gerade, den Bereich, den wir gerade geklärt haben. Alles am Respawn. Also eine super Möglichkeit, wenn ihr ein bisschen leveln wollt, Freunde. Alles gar kein Problem. Gut, ich denke mal, ja komm, ein bisschen werde ich mich hier noch durchschnetzeln. Einfach so, just for fun. Dann sehen wir uns das nächste Mal an dieser Stelle hier wieder. Und wir werden das nächste Mal die Reise, ja eigentlich, die Reise ins Unbekannte starten. Und die geliebte Heimat, die Insel des Schicksals, verlassen. Und damit Kingdom Hearts einläutern. Also, seid beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Es wird viel passieren. Bis dahin, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.